Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem Videoblog am 24.08.2020. Es sind noch 4 Monate bis Weihnachten und 6 Tage bis zu meinem Geburtstag, zu meinem 29. am 30. August und heute war Claudia da. Ich war in der Früh bei Kerstin. Das Gespräch war sehr hilfreich. Ich konnte mich mal richtig ausreden über die letzten Wochen von Stimmungsschwankungen und Anspannungen und so. Und das hat mir gut getan. Ich hätte morgen einen Christoph-Termin. Habe ihn aber abgesagt, weil ich sehr starke Rückenschmerzen habe und die Nieren mir auch etwas wehtun. Aber es wird schon wieder besser werden. Heute auf jeden Fall hat es viel gebracht. Wir haben zwar keine konkreten Lösungen angestrebt. Aber nur darüber reden bringt schon viel, weil es mich entspannt und viele meiner Gedanken löst. Und ja, es macht es mir einfach einfacher. Am Nachmittag war Sonja da, die war heute extrem müde. Ich auch. Also haben wir sehr wenig gesprochen. Haben Nägel gemacht. Aber da geht schon wieder das Aufgeklebte ab. Haben Kaffee getrunken. Etwas getratscht. Geraucht und Blödsinn gemacht. Und Zimmer geputzt. Und um 18 Uhr ist sie dann gefahren. Also sie wollte schon um 17 Uhr fahren, aber meine Eltern waren bei der Hausärztin und beim Schulbett. Und deswegen sind erst gegen 18 Uhr nach Hause gekommen. Und dann musste sie noch was fertig machen. Und deswegen ist sie erst um 18 Uhr gefahren. War im Großen und Ganzen sehr schön, aber beide extrem müde und daher nicht so gesprächig oder nicht so lustig wie sonst, aber ja, kann auch nicht immer gleich sein. Morgen kommt Claudia. Morgen kann ich bis Mittag schlafen. Was mich sehr freut. Und schade ist es zwar um den Christoph-Termin, aber ich glaube, ich würde das in der Rettung sitzen nicht aushalten und deswegen tue ich es mir gar nicht an. Muss ich nächste Woche nachholen. Ja, sonst war nicht so viel. Corinna fängt am 4. an. Bei mir, offiziell. Sie hat schon ein paar Stunden im September gemacht. Und fängt am 4., also im August gemacht, und fängt am 4. September offiziell an. Auf das freue ich mich schon. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe heute noch nicht mal E-Mail gelesen, weil ich den Computer
nicht eingeschalten habe. Muss jetzt dann noch E-Mails lesen und das Video hochladen. Und dann wird man sehen, dann werde ich bald schlafen gehen. Es ist gerade 20.44 Uhr. Ich bin vor 15 Minuten ins Bett gegangen. Sonst geht's mir relativ gut. Ausgeglichener als gestern und nicht so traurig oder so. Und relativ gleichmäßig. Nur sehr müde, aber nicht so starke Stimmungsschwankungen wie sonst und das freut mich. Ich habe auch meinen Schminkkasten etwas umgeräumt, als Sonja das Wohnzimmer geputzt hat. Und bin eine neue Schminkbox zusammengerichtet. Und die möchte ich morgen mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich dazu komme. Und ja, das war eigentlich alles von heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Idee ist...